Hallihallo und willkommen zu einem Aufgebraucht-Video. Wie ihr seht, ist meine Tüte wieder voll. Hier neben mir stehen auch noch ein paar Sachen, die nicht mehr in die Tüte reingepasst haben. Das bedeutet, das Video wird heute vermutlich wieder gesplittet. Ihr kennt mich, ich quatsch einfach zu gern und ich möchte euch auch eine anständige Review zu den Produkten geben. Zudem habe ich mich auch entschlossen, bei diesem Ding mitzumachen, dass man versucht, im Jahre 2016, das ja 366 Tage hat, insgesamt 366 Produkte aufzubrauchen. Und so habe ich das erste Mal gesehen bei Elisa. Das ist eine ganz, ganz super tolle YouTuberin. Ihr Channel heißt Elisa Makeup. Ich verlinke es euch mal unten. Und sie hat es bei der Tabea gesehen, die ich auch auf YouTube verfolge. Und die heißt Tabea. Die verlinke ich euch auch immer unten. Und zwar geht es einfach darum, dass man versucht, genauso viele Produkte aufzubrauchen, wie das Jahr Tage hat. Das heißt, dadurch, dass wir in einem Schaltjahr sind, haben wir 366 Tage. Daher werde ich versuchen, 366 Produkte aufzubrauchen. So, jeder macht es ein bisschen anders. Elisa zum Beispiel hat entschieden, dass sie keine Tees reinmacht und keine Haushaltsprodukte. Aber sie macht ein paar Produkte von ihrem Kleinen mit rein. Ich habe dafür entschieden, ich mache auch keine Tees rein, weil ich trinke sowieso nicht so viel Tee. Und ich zeige euch ein paar Haushaltsprodukte, aber wirklich nur die, die nur ich verwende. Also wirklich nur mein persönliches Waschzeug, also mein Waschmittel oder so. Weil ich es unfair finde, wenn ich jetzt irgendwie sage, ich zeige euch Bodenreinigungsmittel und das benutzen meine Mitbewohner mit. Daher wird nicht viel Haushalt mit reinrutschen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob die Elisabeth oder die Tabea Kerzen mit reinbringen. Ich liebe Kerzen, ich brenne ganz gern Kerzen und daher werde ich auch die ein oder anderen Kerzen hier haben oder mehr, wenn ich hier so rüber gucke. Aber die will ich auch mit reinbringen, weil ich finde es nur gerecht, weil die brennen ja ewig und ja. Und deswegen, ich würde jetzt einfach mal direkt anfangen, damit ich das Video nur in zwei Teile splitten muss. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. So, ich fange am besten mit den Produkten an, die hier so neben mir stehen. Das erste ist ein Haushaltsprodukt und zwar ist es Waschmittel und wie heißt denn das? Das ist von Lenore. Der Weichspüler in einem und zwar, wie ihr seht, 2 in 1. Das ist Lavendel und Jasminduft. Der Duft kommt jetzt nicht mega krass raus. Das habe ich beim Aldi gekauft. Ich weiß gar nicht, ob es das bei uns in Deutschland im Aldi auch gibt. Ich fand den Geruch aber ganz angenehm. Sehr frisch, sehr schön. Leider für meinen Geschmack zu wenig Lavendel, aber ich finde, das ist das Beste, was ich bisher hier gefunden habe und das günstigste, deswegen habe ich es mir auch schon wieder nachgekauft. Dann habe ich hier, ich wollte euch das eigentlich nicht mehr zeigen, so eine Kosmetikbox, aber die ist so süß, deswegen muss ich sie euch zeigen. Es ist auch nur eine, ich habe im letzten Monat 2 aufgebraucht gehabt, aber ich zeige euch echt nur die, weil die echt so süß ist. Dann habe ich hier 2 Kerzen von, jetzt lasst mich nicht lügen, ich glaube eher Wick. Das sind die, die so leuchten. Ich brenne ganz oft 2 Kerzen zeitgleich. Der Duft war so apfelzimtig. Ich habe jetzt im Januar noch ganz schnell alle meine Weihnachtskerzen abgebrannt. Ich habe nämlich so viele gekauft gehabt, dass ich im Weihnachten gar nicht dazugekommen bin, weil ich ja auch 2 Wochen im Dezember in Deutschland war. Deswegen kommen die Weihnachtskerzen jetzt. Ich mag die einfach ganz gern, weil die so leuchten und so, aber ich würde, muss ich gestehen, niemals den Originalpreis dafür ausgeben. Ich habe beide günstiger bekommen, einfach aus dem Grund, also ihr seht es vielleicht, also so viel ist die Maschine oder die Technik, die das dann leuchten lässt. Das heißt, nur so viel Kerze. Dann finde ich, ich finde den Geruch ganz gut. Ich mag diesen Apfelzimtgeruch. Ich finde auch, der verbreitet sich hier in meinem Schlafzimmer ganz gut. Aber ihr seht schon, also ich mag das mit dem Schwarz nicht, also diesem Ruß. Ich versuche das immer wegzubekommen, aber irgendwie kriegt man das kaum weg. Dann habe ich hier noch von Glade eine Kerze verwendet. Das war, ich weiß gar nicht, auch so ein Apfelzimtduft, aber der hat irgendwie so gut wie gar nicht gerochen. Das hat sich für mich nicht gelohnt. Ja, ihr seht auch, da ist noch voll viel Kerze mit drin. Ja, würde ich mir wahrscheinlich so nicht unbedingt nochmal kaufen. Dann habe ich hier noch eine Kerze, die war vom TK Maxx. Die ist von, keine Ahnung, von woher die kommt. Die war ein bisschen teurer, die hat ein bisschen so nach Tannenbaum gerochen. Und ich fand das vor allem jetzt auch im Januar eigentlich einen voll angenehmen Duft, weil das so ein bisschen frischer war, nicht ganz so süßlich wie diese Apfel-Zimt-Düfte. Hat sehr, sehr lange gebrannt, ist aber auch ein bisschen was übrig geblieben, aber sonst passt. Dann habe ich von Chanel so einen Pot leer gemacht. Wie ihr seht, ist der echt ganz klar. Also man kann vielleicht hier noch ein bisschen die Farbe ändern. Das war so ein Olivgrün. Das war die Farbe 84 E-Patent. Ganz schön, fand ich ganz cool.
Würde ich mir aber unbedingt nicht nochmal kaufen, weil es ist sehr, sehr teuer und mir gehen solche Dip-Dinger einfach ein bisschen auf die Nerven. Ich habe es hauptsächlich verwendet als Lidstrich, nicht als ja, so Color-Tattoo. Daher, ja, müsste ich nicht nochmal kaufen. So, jetzt komme ich zur Tüte. Ich habe einmal ein Deo von Sunnix leer gemacht, das ist Demo Repair Deo. Meine Mitbewohnerin zum Beispiel findet den Duft sehr, sehr gut von dem Lilanen. Ich finde den Duft ganz furchtbar. Ich mochte den gar nicht. Ich muss aber sagen, dadurch, dass ich so empfindlich bei Deos bin, war ich sehr überrascht, dass das bei mir so gut funktioniert hat. Also ich habe nicht gejuckt, es hat mich trocken gehalten. Ja, ich würde mir das jetzt in Lila vielleicht nicht nochmal kaufen, aber meine Mitbewohnerin zum Beispiel hat das in Pink und das finde ich vom Geruch wesentlich besser. Daher werde ich das Pink in Zukunft mal ausprobieren. Dann habe ich hier, ich weiß jetzt nicht, ob ihr das sehen könnt, ich habe hier, einfach um euch das zu zeigen, das waren so goldene Augenpad-Dinger, die ich immer mal wieder drauf mache. Die habe ich irgendwann mal aus dem Ausland gekauft und die finde ich ganz gut. Die sollen so ein bisschen aufhellen, ein wenig straffen und keine Ahnung. Ich finde sie halt ganz cool. Ich mag die immer mal wieder so zum Entspannen drauf machen. Dann, was ich nicht mitnehme, ist von CCB habe ich die Abwehr Plus Vitamin C Kapseln genommen, also die nehme ich jetzt nicht in meinem, ich brauche 366 Produkte auf. War sehr gut, war natürlich ein bisschen teurer, aber war daher auch sehr, sehr gut. Also ich muss sagen, ich hatte das Gefühl, das hat mir wirklich geholfen, dass ich nicht ganz so häufig krank war, vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit, weil bei mir in der Arbeit, die sind echt alle todkrank gewesen und die waren die ganze Zeit in der Arbeit und da dachte ich mir so, ja, danke Leute. Ja, aber das hat mir echt geholfen. Also bei uns sind fast alle zweimal krank gewesen zwischen November und Dezember. Ich war einmal krank, daher habe ich das Gefühl, das hilft. Dann habe ich von Kneipp das Schaum de Badesalz entspannen aufgebraucht. Das habe ich schon in meinem letzten Aufgebrauch-Video gehabt. Ich finde den Duft hammergut. Schäumt nur so ein bisschen, aber das ist mir ganz egal eigentlich. Und das Wasser wird ganz blau. Ich mag es einfach mega gerne und das könnte ich mir vorstellen, auch wieder zu kaufen. Dann noch so ein komisches Päckchen, das ist jetzt nicht für die Augen, sondern ich habe wieder mal was vorbereitet. Das sieht so aus, das ist jetzt für die Lippen. Ihr seht schon, ich bin ein bisschen komisch. Ich stehe irgendwie auf so Zeug und das ist einfach, tut die Lippen ein bisschen pflegen, sorgt dafür, dass die Fältchen hier rum ein bisschen weggehen. Also ich muss sagen, ich habe jetzt nicht so viele Fältchen, aber ich mag die Dinger meistens, weil sie sehr feuchtigkeitsspendend sind. Und ich finde, vor allem jetzt in der kalten Jahreszeit, sowas für die Lippen immer ganz gut, weil meine Lippen neigen dazu, sehr, sehr trocken zu sein, sehr, sehr spröde zu sein. Daher mag ich sowas ganz gern. Dann habe ich von The Body Shop Frosted Cranberry, das war so ein Duschgel, das war in meinem Adventskalender drin. Hammerguter Duft, mochte ich sehr, sehr gerne. Habe ich auch noch so eine Glitzerlotion. Ja. Fand ich gut. Dann nehme ich auch nicht mein Produkt mit, aber wollte ich euch zeigen, und zwar von Exquisite. Das war so Trinkschokolade. Das waren diese Holzstäbchen mit so Schokoladenlöffel dran, die man dann einfach in heiße Milch reinmacht. Und es war mit Edelvollmilch, mit weißer Schokolade, mit Karamellgeschmack und Vanillegeschmack, also die Overpowering. Ich muss sagen, die waren nicht schlecht für mal so was Besonderes, weil da waren zwei drin. Aber jetzt super schokoladig waren die nicht. Ich fand die eher relativ süß als schokoladig. Ja, würde ich mir jetzt wahrscheinlich nicht nochmal kaufen, würde ich es geschenkt bekommen, würde ich es gern trinken, aber ja. Dann habe ich von Montagne Jeunesse die Tuchmaske mit roter Tonerde aufgebraucht. Das ist meine liebste Montagne Jeunesse Maske, weil ich den Geruch von dem Zimt hammergut finde. Und ja, kaufe ich mir auf jeden Fall wieder nach, wenn ich mal wieder in Deutschland bin. Dann von Kneipp Waldspaziergang, so Badekristalle. Muss man mögen, ich fand es echt hammergut. Also es hat so ein bisschen was, ja, das hat halt wirklich was von, wenn ihr in den Tannenwald geht und an einer frischen Tanne riecht, irgendwie so riecht es. Es riecht einfach so, so gut. Oder wenn ihr jetzt wie an Weihnachten einen frischen Baum holt und dann eure Wohnung plötzlich nach so Baum riecht, nach so Tannenbaum, genauso riecht es. Also ich fand das super, super gut. Würde ich mir auch echt nochmal kaufen. Dann habe ich von Biore wieder so ein Nasenspray verwendet. Finde ich gut, wisst ihr ja. Dann meine neue Lieblingsmarke hier in England, und zwar die Marke Vitamin E. Das ist eine Skincare-Marke, von der habe ich mehrere Produkte hier. Das ist das erste, das leer ist, und zwar waren das so Abschminktücher. Und anfänglich hat mich der Geruch ein bisschen genervt. Jetzt am Schluss fand ich den Geruch plötzlich ganz toll. Also ich mochte den super, super gerne.
Ja, und ich muss sagen, die Tücher waren echt, die waren mega weich, die haben das Make-up relativ gut runtergenommen. Ich rubbel damit mit solchen Tüchern meistens nicht so gerne an meinen Augen rum, da gehe ich erst mit so einem Micellenwasser drüber und dann nochmal mit denen. Aber sehr, sehr gut, sehr angenehm, würde ich mir auf jeden Fall wieder hier kaufen. Dann ein Trockenshampoo von Garnier, von der Ultimate Blend Reihe, und zwar Vanillemilch, also ja, mit Vanillemilch. Das Trockenshampoo an sich war eigentlich sehr, sehr gut. Also für ein Trockenshampoo hat es seinen Job gemacht. Der Vanilleduft war auch relativ stark, also so wie bei den Shampoos. Bei mir war das Problem nur, ich meine, ich liebe Vanille, aber der Geruch hat mich schon genervt nach einem halben Tag, weil der ist echt in den Haaren drin geblieben. Daher würde ich mir den Duft jetzt so nicht nochmal kaufen. Obwohl ich das Shampoo zum Beispiel, da finde ich den Vanilleduft geil, aber der bleibt einfach nicht den ganzen Tag in meinen Haaren, gegen das schon. Und deswegen, ja. Dann habe ich von Balea die Softöl-Dusche aufgebraucht. Davon war ich ein bisschen enttäuscht. Ich habe echt damit gerechnet, dass es sehr viel pflegender ist, als es in Wirklichkeit ist. Weil die Bodylotion davon ist zum Beispiel super ölig und viel zu reichhaltig. Und das hier ist irgendwie, ja, es hat ein Duschgel und das war's. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, es pflegt mich irgendwie mehr. Ich fand den Geruch ganz angenehm, so ein bisschen mandelblütenmäßig. Aber ja, war jetzt nichts zum Umhauen. Dann noch ein Body Shop Duschgel, also ich habe ein paar hier, weil das war hier Fuji Green Tea, war gut, war jetzt nicht ganz meine Richtung, es war sehr, sehr frisch, sehr limettig, frisch. Ist natürlich, das habe ich gern verwendet, wenn ich mal Yoga gemacht habe oder ähnliches, also Sport und mich danach geduscht habe, weil es halt sehr erfrischend ist. Aber dadurch, dass ich halt immer abends dusche, mag ich lieber so wärmere Düfte. Deswegen würde ich mir das jetzt nicht unbedingt nochmal kaufen. Dann habe ich hier von TTSF Tiefenentspannung mit ätherischen Ölen. Ja, war gar nicht meins. War super, super eklig. Es tut mir echt leid. Ich mag ja TTSF vom Knall total gerne. Aber es lag einfach daran, hier ist Jasmin mit drin. Das muss man mögen. Aber ich fand den Geruch so, wenn man das aufgerissen hat, hat es ein bisschen gelmig gerochen. Und im Badewasser dann selber war es sehr schwer, sehr süß. Aber so faulig süß, wenn ihr wisst, was ich meine. Also so überhaupt nicht meins, würde ich mir nie wieder kaufen. Hat sich einfach für mich überhaupt nicht gelohnt. Dann habe ich hier sowas. Das ist im Prinzip das gleiche wie das Goldene. Das sind so Lippendinger, die man sich halt auf den Mund drauf pappt für 20 Minuten, die dann ein bisschen Feuchtigkeit spenden sollen. Und ja, ich finde die besser als die goldenen und ich finde, die sehen halt auch ganz witzig aus. Dann habe ich so, das ist jetzt auch was Asiatisches, und zwar eine Handmaske war das für sehr strapazierte Hände. Da ist Shea Butter drin. War der Hammer. Oh, das war so geil. Also wirklich, wirklich gut. Ich habe davon noch eine. Ich hatte einfach einen Tag, meine Hände waren so trocken, die waren echt aufgespritzt, also aufgerissen. Es war wahrscheinlich auch nicht hilfreich, dass ich die Wohnung geputzt habe und dann mit aggressivem Putz, keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich das dann danach verwendet und meine Hände waren butterweich und ich musste meine Hände echt die nächsten 3, 4 Tage nicht mehr einreiben. Das war der Hammer und ja, einfach traumhaft. Dann habe ich von Rival de Loup ewig, ich weiß gar nicht von wann ich die habe, das war die frische Kickmaske. Es war eine Limited Edition, wahrscheinlich im Sommer von vor 2 Jahren oder so, keine Ahnung. War eine coole Maske, weil die echt nur 3 Minuten auf der Haut bleiben musste. Das heißt, wenn ich mal echt ein bisschen zu lang wach war und dann echt morgens ein bisschen einen Kick gebraucht habe, wie das hier sagt, habe ich mir die einfach drauf gemacht, habe Zähne geputzt und dann nach 3 Minuten habe ich sie einfach abgewaschen und ich fand sie wirklich gut. Ich hoffe, die kommt mal wieder in Rossmann, weil dann würde ich mir die echt nochmal angucken, weil die war gut, fand ich schon. Dann von Balea das Cabana Dreams. Gibt es momentan auch nicht mehr, weil es eine Limited Edition war. Ich habe es gekauft an einem Tag, wo ich schon Bock auf was Fruchtiges hatte. Und ja, ich bin nicht so der fruchtige Duschgel-Typ. Ich mag das einfach nicht so gerne. Deswegen habe ich mich da ein bisschen durchgequält. Ich habe das, glaube ich, bestimmt 4 Monate in meiner Dusche gehabt. Und dann irgendwann habe ich gesagt, so und jetzt muss es weg. Ich brauche es jetzt auf. Ja, war gut vom Geruch her, wenn man fruchtige Sachen mag, aber ich mag es einfach nicht so gerne. Ich weiß nicht, was mich geritten hat. Würde ich mir so nicht mehr kaufen, abgesehen davon, dass es eben eine Limited Edition ist. Dann hier von meinem Project Ten Pen meine Vaseline-Creme. Muss ich, glaube ich, auch nicht mehr viel dazu sagen. Fand ich sehr, sehr gut. Kann ich mir vorstellen, auch wieder zu kaufen, wenn ich meine ganzen Bodylotions aufgebraucht habe. Dann habe ich hier
von Simple. Das ist eine englische Marke, das ist die UK Number One Marke. Das ist ein Gesichtsreiniger, den habe ich ganz am Anfang hier in England gekauft, weil ich einen gebraucht habe. Und dann habe ich ihn irgendwie nie verwendet, weil er nach gar nichts riecht. Und das hat mich so irritiert, weil ich bin es eigentlich gewohnt, dass ein Gesichtsreinigungsmittel nach was riecht. Und jetzt bin ich gerade dabei, Produkte aufzubrauchen und alles Mögliche. Und dachte ich so, und jetzt verwende ich das. Und eigentlich muss ich echt sagen, ich fand es sehr, sehr gut. Ich hatte ein bisschen empfindliche Haut nach Weihnachten und habe dann angefangen, das hier zu verwenden. Und das hat mir so, so geholfen. Ne? Und es ist der Hammer. Also ich kann mir echt vorstellen, das nochmal zu kaufen, bevor ich nach Deutschland gehe und ein paar Backups mitnehmen, weil ich es wirklich gut finde. Ich habe mich auch gerade entschlossen, ich glaube, das hier packe ich hier rüber, weil das habe ich ja vor Januar aufgebraucht und ich will ja fair sein. Dann hier vom Super Drugstore das Feminine Wash. Das ist ein Intim-Waschgel. Finde ich ganz gut. Verwende ich immer wieder. Entweder vom Super Drugstore oder vom Boots, je nachdem, wo ich gerade bin. Finde ich sehr, sehr gut. Kann ich nur empfehlen, wenn ihr in England seid. Dann, ich weiß gar nicht, ob ich die mit rein, ich glaube nicht. So Vitamin E-Kapseln. Ihr wisst ja, die verwende ich immer mal wieder für meine DIYs. Ich schluck die aber auch immer mal wieder ganz gern, wenn ich das Gefühl habe, meine Haut braucht ein bisschen Unterstützung. Ja, halt Vitamin E-Kapseln. Dann noch ein Reinigungsgel, was ich aufgebraucht habe. Das habe ich mal halb verwendet, dann habe ich es ewig gar nicht mehr verwendet. Und zwar ist das von Aroma, das Lavender Face Wash. Ihr wisst ja, ich und Lavendel. Ich mochte das aber überhaupt nicht. Ich habe das Gefühl gehabt, das reizt meine Haut ein bisschen. Das macht meine Haut unrein, was Lavendel ja eigentlich nicht tun sollte. Deswegen habe ich es auch irgendwie nur bis zur Hälfte verwendet, dann habe ich es stehen lassen und jetzt, wie gesagt, versuche ich gerade alles aufzubrauchen, um dann nur noch die Produkte zu verwenden, die ich gerne mag. Und deswegen habe ich es aufgebraucht, aber ja, nee, würde ich niemandem empfehlen, nicht nochmal kaufen. Dann von Isana das Traumzeit-Badesalz, liebe ich so vanillig mit Vanille und Lavendelduft. Sehr, sehr gut, habe ich noch ein Backup, kann ich nur empfehlen. Dann habe ich auch von Kneipp das Alles wird gut Badesalz mit Vanille, Macadamia und Honig und das war so cool. Ich habe das ganz, ganz oft gesehen und nie gekauft, weil ich immer so nervös war wegen dem Honig und so, weil ich bin nicht so der Honig-Milchbadetyp. Aber das war so geil und oh, das würde ich mir echt sofort nochmal kaufen. Das Einzige, was ein bisschen merkwürdig ist, ist halt die Farbe ist orangelich-gelblich, daher sieht das Wasser ein bisschen aus wie Pipi, aber scheiß drum. Ich finde es einfach geil. Dann hier von Marks & Spencer das Lavendel Body Wash. Ist das beste Lavendel Body Wash Ding, das ich je gerochen habe. Davon habe ich mir auch ein Backup gekauft, weil ich es echt hammer, hammer gut finde. Das stelle ich auch hier rüber, weil das habe ich auch vor Weihnachten leer gemacht. Dann habe ich hier die Rituals Oriental Cream aufgebraucht. Ein hammer, hammer guter Duft. Das war die ja, Oriental Cream. Hammer gut. Das Einzige, was ich sagen muss, das habe ich erst ganz am Schluss mitbekommen, ist, dass das eine Schimmer-Body-Lotion ist. Das wusste ich die ganze Zeit nicht. Ich habe es immer abends für meinen Körper verwendet. Und als ich das dann zum ersten Mal gelesen habe und so ganz, ganz dicht an meine Haut rangeguckt habe, habe ich zum ersten Mal gemerkt, stimmt, da ist Schimmer drin. Aber es ist mir echt in der ganzen Zeit, wie ich es verwendet habe, nicht aufgefallen. Ich muss sagen, ich war ein bisschen anfänglich davon enttäuscht, weil ich habe es eigentlich für meine Beine gekauft, weil ihr wisst ja, ich für meine Beine, die fangen immer so schnell an zu jucken. Ja, ich habe das dann verwendet, aber es war irgendwie, ich weiß nicht, nicht reichhaltig genug oder hat einfach nicht funktioniert mit meiner Haut an meinen Beinen. Deswegen habe ich es am Schluss noch für den Körper verwendet und da war es sehr, sehr gut und da habe ich es dann auch lieben gelernt und ich finde den Duft Hammer und ich überlege mir echt, ob ich das nicht nochmal kaufe, weil ich den Geruch echt sehr, sehr gut fand. Dann habe ich jetzt gestern aufgebraucht von CD die intensive Augencreme. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass ich eine Augencreme aufgebraucht habe, weil irgendwie verschlampe ich die immer, bevor ich mit denen fertig bin. Auf jeden Fall sehr gut, finde ich, ist einer der besten Augencremes, die es gibt. Die ist sehr, sehr reichhaltig. Auch am nächsten Tag habe ich das Gefühl, ich spüre davon immer noch was, weil ich verwende die halt immer abends, weil ich sie sehr reichhaltig finde und ich bin morgens einfach zu gestresst. Da habe ich keinen Bock, irgendwie 5 Minuten zu warten, bis die einzieht, um mein Make-up drauf zu machen. Deswegen ist es meine Nachtcreme. Und ich finde es einfach nur gut. Dann noch was vom Body Shop, das wilde Argan-Öl. Das war gar nicht mein Geruch. Das hatte auch so ein bisschen, obwohl es Arganöl ist, fand ich, hatte es so ein bisschen den Geruch von Jasmin oder so. Gar nicht. Also sehr, sehr blumig, witzigerweise. Ja,
Ich habe irgendwie ganz viele solche kleinen Body-Dinger bekommen, entweder in meinem Adventskalender oder ich habe so ein Päckchen mit der Bodycreme und der Body Duschgel. Deswegen, ich habe die alle aufgebraucht. Ihr wisst ja, ich und Duschgel, ich verwende das so übertrieben viel, muss ich gestehen. Also mir reicht so ein kleines Fläschchen für 3 bis 4 Mal duschen. Daher habe ich so viel Duschgel hier. Dann hier ist das von Lavera. Okay, es ist ein bisschen nass. Das Repair-Pflegeshampoo und die Repair-Spülung, die hatte ich mir noch gekauft, dass meine Haare lang sind. Deswegen habe ich es schlussendlich auch aufgebraucht, weil ich ja, das einfach aufbrauchen wollte, weil ich nicht wollte, dass es kaputt geht. Ich mag Lavera eigentlich schon gern, aber das war jetzt so nix Halbes und nix Ganzes. Also das Shampoo war so, ja, war gut, hat meine Haare gereinigt, also das, was es soll, aber sonst, das war's. Aber die Pflegespülung war ein furchtbares Ding. Es hat meine Haare, hatten sich total verfilzt angefühlt. Es war ein Kampf, um sie durchzukämmen. Ich finde, sie haben sich trocken angefühlt. Also es war nicht ganz, ganz schlimm. Das Shampoo war so okay, konnte ich mit leben, aber die Pflegespülung war ein Albtraum. Kann ich niemandem empfehlen. Dann habe ich von TTZ den Orientzauber aufgebraucht. Das ist mit Pflaume, Sandelholz und Zimt. Ich dachte, es würde mir besser gefallen, als es schlussendlich auch getan hat. Es war so okay, ja, war angenehm schon zu baden, muss ich aber nicht nochmal haben. So. Dann habe ich von Rituals so ein kleines Parfüm aufgebraucht. Das war das Elixir d'Orient. Oder ja, einfach das Oriental Parfüm. Das habe ich als Geschenk mal bekommen bei einer Ritual, als ich da ein paar Sachen gekauft hatte. Und ich fand das so gut. Also es riecht relativ süß, aber auch ein bisschen holzig. Deswegen fand ich das im Herbst und im Winter super angenehm. Und ich fand es wirklich so gut, dass ich meine Geschwister darum gebeten habe, mir die Full Size zu schenken zu Weihnachten. Und darauf freue ich mich, dass ich die dann jetzt verwenden kann, weil ich das hier aufgebraucht habe. Das hat mir echt die kleine Flasche mit 10 Milliliter und ich habe es fast jeden Tag verwendet, hat mir, ich würde sagen, 3 Monate gereicht. Also es ist wirklich sein Geld wert. Und man muss es nur einmal draufspritzen, morgens und abends riecht man es immer noch. Dann habe ich hier von Microcell den Nail Repair Base Coat. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Es ist der erste Base Coat in meinem Leben, den ich aufgebraucht habe. Was ich hier dran sehr gut finde, ist dadurch, dass es eine Glasflasche ist. Also ihr seht, da ist noch ein bisschen was drin, aber das ist jetzt so echt an dem Zenit angekommen, dass ich das nicht mehr lackieren kann. Aber das Coole daran ist, dadurch, dass es eine Glasflasche ist und der Pinsel so lang ist, kommt man relativ gut an Produkte dran, wenn man das so schief klebt. Ja, also ist ein absoluter Traum. Ich habe mir das wieder gekauft. Dieses Ding ist meiner Meinung nach der Grund, warum ich jetzt mittlerweile relativ lange Nägel habe, dass sie nicht mehr brechen. Ich verwende den immer als Basecoat. Ich liebe ihn und ich werde ihn, glaube ich, für den Rest meines Lebens verwenden. Dann habe ich von Primark die Black Caroline Forge Plump aufgebraucht. Das ist eine Kerze. Liebe ich. Oh mein Gott, die riecht so geil. Die brennt auch ewig lang, die brennt auch perfekt runter, also gar kein Stress. Und der Geruch verteilt sich auch echt fast im ganzen Haus, so mit der Kleinen. Aber ich habe das Gefühl, die haben das aus dem Sortiment genommen, weil als ich das letzte Mal bei Primark war, haben sie in so einem lilanen Glasding jetzt einen anderen Duft und hatten nur noch ein paar von denen, wo ich habe mir dann echt alle gekauft, die es noch gab, weil ich das so gut finde. Dann habe ich hier so einen Deckel davon von Listerine, das Stay White Mundspülung. Ich liebe ja Listerine Mundspülung und ja, war gut. Listerine Mundspülung halt. Dann habe ich von Sanex das Dermo Moisturizing. Das ist ein Badezusatz, der nach nichts riecht. Und ich habe einfach mir angewohnt, sowas mir jetzt immer zu kaufen, weil es sehr pflegend für die Haut ist. Und dadurch, dass es nach nichts riecht, aber sehr schäumend ist, verbinde ich das dann immer mit so Badesalzen, weil die schäumen ja nicht und ich mag ja Schaum und deswegen mache ich Badesalz rein, ein bisschen was davon und dann habe ich ein super schönes Bad. Dann habe ich von Merz die regenerierende Maske bei oder die reinigende Maske aufgebraucht, ich weiß gar nicht. Reinigende Maske war das. War gut. Ja, fand ich okay. Ja, kann ich nicht viel dazu sagen. Es war okay. Dann das Pflügeölbad von Kneipp, Mandelblüten, Hautsaft. Ja, ich bin froh, dass ich es nur in so einer kleinen Flasche als Probe gekauft habe, weil ich fand den Geruch mochte ich gar nicht. Was mich sehr überrascht hat. Ich finde, es riecht ein bisschen säuerlich. Ja, nee. Und ich fand jetzt auch nicht, dass es so pflegend war, muss ich gestehen. Also
würde ich mir jetzt nicht nochmal kaufen. Was ich mir aber nochmal kaufen würde, wäre von Kneipp das Erkältungsbad mit Eukalyptus, weil ich liebe Erkältungsbad. Wäre ich in Deutschland, hätte ich mir so eine große Pulle gekauft, weil das finde ich irgendwie günstiger als sowas. Aber dadurch, dass ich in England bin und es immer ein bisschen schwierig ist, so große Pullen im Handgepäck mitzunehmen, habe ich halt jetzt sowas, wenn ich mal ein bisschen krank werde, und finde ich wirklich, wirklich gut. Dann hatte ich Lass dich nicht hängen von Kneipp mit Veilchen und Karamell. Ich weiß nicht, was ich davon erwartet habe, aber der Geruch wäre es jetzt nicht gewesen, wo ich gesagt hätte, oh ja, so wird es riechen. Ich dachte, es wird sehr, sehr süß riechen, einfach wegen dem Karamell und dem Veilchen. Aber es riecht super angenehm, es riecht irgendwie pflegend, bisschen blumig. Ich kann mir echt vorstellen, das nochmal zu kaufen, weil ich es echt gut fand.